Hallo liebe Nähfreunde, habt ihr Lust auf eine schicke Hose aus Webware mit Gummibund, Taschen und Bügelfalten? Dann seid ihr hier genau richtig. Mit dieser Anleitung und unseren Schnittmustern könnt ihr entweder eine schmale oder eine weite Hose nähen. Bevor ich euch gleich alle Details zeige, abonniert gerne meinen Kanal. Und wenn euch dieses Nähprojekt gefällt, lasst mir doch auch gerne schon mal einen Daumen da. Bis gleich! Auf unserer Webseite haben wir zwei Hosenschnittmuster für euch. Die Tapered-Hose mit schmal zulaufenden Hosenbeinen ist perfekt für alle die, die den figurbetonten Look lieben und es gleichzeitig bequem mögen. Ihr könnt sie elegant zu Pumps tragen oder lockerlässig gekrempelt zu Sneakern. Die Hose mit weiten Beinen, welche ihr mit dem zweiten Schnittmuster nähen könnt, zaubert aus fließend fallenden Stoffen eine besonders weiche, schmeichelhafte Silhouette. Sie sieht super zu Turnschuhen aus oder richtig schön sommerlich, gekürzt als Culotte zu Sandalen. Gemeinsam haben beide Hosen einen angenehmen hohen Bund, bei dem das Gummiband elegant auf der Innenseite mit einem Beleg eingearbeitet ist. Die schrägen Eingriffstaschen könnt ihr optional mit einer Leistentasche auf der Hinterhose ergänzen. Einen tollen Feinschliff bekommt die Hose mit Bügelfalten, die ihr abgenäht als Biesen dauerhaft haltbar machen könnt. Für das Schnittmuster eignen sich leichte bis mittelschwere gewebte Stoffe, zum Beispiel aus Viskose, Tencel oder wie hier aus Leinen. Aber auch elastische Stoffe sind möglich, wie bei diesem Beispiel aus Modalsweat. Einen weiteren perfekten Hosenstoff findet ihr in vielen Farben auf unserer Webseite. Aus Viskose mit einem kleinen Polyesteranteil hat er einen tollen schweren Fall und knittert dabei wenig. Damit ihr während der Anleitung die rechte und linke Stoffseite gut erkennen könnt, habe ich hier die Schnittteile für die schmale Hose aus einem alternativen Stoff mit einer Leinen- und Tencel-Mischung schon einmal vorbereitet. Wir benötigen jeweils ein Paar, also ein rechtes und ein linkes Teil der Vorderhosenbeine, die etwas breiteren Hinterhosenbeine, die Taschenbeutel für die Vorderhose sowie den vorderen und den hinteren Innenbund. Und optional für die Leistentasche auf der Hinterhose der Taschenbeutel, welcher im Leistenbereich mit Bügeleinlage verstärkt ist, sowie ein weiterer Streifen Bügeleinlage, der auf die Hinterhose im Taschenbereich aufgebügelt wird. Dazu kommen 4 cm breites Gummiband und Formband, welches aus einer schmal zugeschnittenen Bügeleinlage besteht, mit einer Nahtverstärkung. Dieses wird auf die linke Stoffseite an die Tascheneingriffe der Vorderhosenteile so aufgebügelt, dass die Naht des Formbandes genau neben der späteren Tascheneingriffsnaht liegt. Mit dem aufgebügelten Band verhindern wir, dass die Eingriffe beim Annähen der Beutel sich unerwünscht ausdehnen. Wenn alles vorbereitet ist, können wir loslegen. Dabei wird die weite Hose genauso wie die schmale Variante hier gearbeitet. Wir beginnen mit der Vorderhose. Wenn ihr Bügelfalten wünscht, werden diese jetzt im ersten Schritt eingebügelt. Die linke Stoffseite liegt jetzt oben. Ich falte die Hose hier oben an diesem Knips, der näher am Tascheneingriff liegt, sowie an diesem Knips mittig am Saum. Dabei treffen die Kanten des Hosenbeins bündig aufeinander. Jetzt bügele ich die Kante mit Druck und Dampf fest. So habe ich beide Hosenbeine gebügelt, lasse das Ganze gut abkühlen, um die Falten zu fixieren. Wenn ihr die Falten noch stärker hervorheben und dauerhaft haltbar machen wollt, könnt ihr sie als Biese knappkantig abnähen. Damit ich den 1 mm Nahtabstand zur Kante gleichmäßig einhalten kann, habe ich bei meiner Nähmaschine einen Kantennähfuß eingesetzt. Schaut doch mal, ob ihr einen ähnlichen Nähfuß dafür habt oder ob ihr die Nadelposition dafür verstellt. Ich nähe mit 4 Stichen pro Zentimeter, also einer Stichlänge von 2,5 und für ein tolles Nahtbild habe ich hochwertiges Allesnähergarn von Gütermann eingesetzt. Thank you.
Auf diese Weise habe ich jetzt beide Biesen genäht. Im nächsten Schritt werden die Taschenbeutel jeweils rechts auf rechts an die schrägen Eingriffe gesteckt. Und mit 1 cm Nahtzugabe genau bis zu diesem Knips angenäht. Am Knips endet die Naht. Hier verriegle ich sie sorgfältig. Jetzt schneide ich den Knips genau bis zur Naht ein und bügle als nächstes den Tascheneingriff. Zuerst bügle ich die Nahtzugaben auseinander . Dann klappe ich den Taschenbeutel um und bügle die Kante so, dass die Naht etwas mehr im Taschenbeutel und damit später nicht außen sichtbar ist. Die kleinen Zipfel am Einschnitt lege ich hier aufeinander. Der gebügelte Eingriff wird jetzt knappkantig abgesteppt. Näht hier ruhig noch ein Stück weiter, damit das Nahtende später nicht sichtbar ist. Als nächstes wird der Taschenbeutel unten geschlossen. Dafür wird er mittig rechts auf rechts gefaltet. Jetzt könnt ihr ihn mit einem Geradstich zunähen und die Nahtzugabe mit einer Zickzacknaht versäubern. Oder ihr macht's wie ich und schließt die Kante direkt mit der Overlockmaschine. Damit hier am Bruch keine lange Fadenraupe stehen bleibt, drehe ich den Taschenbeutel um und nähe die ersten 2-3 cm von der anderen Seite. Genau am Ende hebe ich den Nähfuß, ziehe den Taschenbeutel vorsichtig heraus, wende ihn wieder und übernähe jetzt dieses Stück. So sieht das jetzt aus. Jetzt wende ich das Hosenbein und lege den Taschenbeutel hier noch einmal schön glatt, sodass der Eingriff hier auf diesen Knips trifft, und kann die obere sowie die seitliche Kante mit Hilfsnähten fixieren. Das habe ich hier schon gemacht. Genau so habe ich auch das zweite Vorderhosenbein vorbereitet. Weiter geht's mit der Hinterhose. Wenn ihr in die rechte Seite eine einfache Leistentasche einnähen wollt, dann schaut euch die Anleitung in unserem separaten Nähvideo an. Weiterhin können wir die Bügelfalten einbügeln. Wenn ihr keine Taschen habt, könnt ihr sie auch als Biesen durchgehend abnähen. Die Falten verlaufen von diesem Knips bis zur Mitte des Saums. Aufgrund der Tasche werden sie ab diesem Knips nur festgebügelt. Und das habe ich hier schon einmal vorbereitet. Als nächstes können wir bei allen 4 Hosenbeinteilen schon einmal die Säume vorbügeln. Ich bügle erst 1 cm auf die linke Stoffseite um. Dann noch einmal 3. Beim Abmessen hilft mir mein Handmaß.
Ich achte darauf, dass die Biesen symmetrisch sind, also jeweils nach außen zeigen. Alle Hosensäume sind vorgebügelt, inzwischen abgekühlt und damit für später fixiert. So können wir nun im nächsten Schritt die vorbereiteten Vorder- und Hinterhosenbeine jeweils rechts auf rechts an den Seiten aneinander nähen. Die Hinterhose ist aufgrund des Gesäßes etwas breiter, die Außen- und Innenstrecke ist jedoch gleich lang. Hier habe ich sie anhand der Knipse bereits zusammengesteckt, wobei die vorgebügelten Saumzugaben wieder aufgeklappt werden. Die Strecken nähe ich mit 1 cm Nahtzugabe und einem Geradstich an der Nähmaschine. Ich empfehle euch, alle Nähte jeweils von oben nach unten bis zum Saum zu nähen, damit sie schön gleichmäßig werden und sich keine Verzüge bilden. Beide Hosenbeine sind genäht. Überprüft jetzt einmal, ob ihr die Tascheneingriffe hier gut getroffen habt. Falls etwas Nahtzugabe hervorblitzt, könnt ihr das mit einer kurzen Naht noch korrigieren. Im Anschluss werden die Nahtzugaben mit Overlock- oder Zickzacknähten versäubert und jeweils in die Hinterhose, zum Beispiel mit Hilfe eines Ärmelbretts, umgebügelt. Als nächstes stecke ich beide Hosenbeine rechts auf rechts ineinander. Dafür habe ich eins davon gewendet. Hier habe ich beide Teile schon an der Schrittkante zusammengesteckt, wobei die Knipse und Innenbeinnähte aufeinandertreffen. Die Strecke wird nun mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Die Schrittnaht ist geschlossen, die Nahtzugabe habe ich versäubert und umgebügelt. Jetzt ist der Bund an der Reihe. Hier wird bei beiden Teilen zunächst die untere Kante ohne Knipse 1 cm auf die linke Stoffseite umgebügelt und dann werden beide Teile an den kurzen Kanten rechts auf rechts mit 1 cm Nahtzugabe zusammengenäht, wobei an der linken Seite mittig eine etwa 3 cm große Öffnung zum Einziehen des Gummibandes gelassen wird. Die Nahtzugaben werden auseinandergebügelt und dann wird die untere Kante mit 7 mm Abstand rundherum festgenäht. Der so vorbereitete Hosenbund wird jetzt rechts auf rechts an die Hose gesteckt. Hierbei treffen die Knipse und Nähte aufeinander. Und wenn das getan ist, können wir den Bund mit 1 cm Nahtzugabe rundherum annähen.
Der Hosenbund ist angenäht und ich habe hier schon die Nahtzugabe nach oben in den Bund umgebügelt. Nun können wir die Naht von rechts knappkantig auf dem Bund absteppen. Durch das sogenannte Flachsteppen stellen wir sicher, dass beim umgeklappten Bund die Naht außen nicht sichtbar ist. Und genau so bügeln wir den Bund jetzt um und stecken ihn innen fest. Die Hose habe ich mit der linken Stoffseite nach außen über die Bügelbrettspitze gezogen. Ich klappe den Bund um, bügle die Kante und stecke den Bund fest. Das Ganze mache ich rundherum. Bevor der Bund gleich festgenäht wird, stecke ich an der Vorderhose noch die Tascheneingriffe fest, damit diese sich nicht verschieben. Und jetzt wird der Bund knappkantig festgenäht. Ich lege alles immer schön glatt, damit sich der Bund hier nicht schräg verzieht. Damit ist der Bund fertiggestellt. Und wir können im nächsten Schritt das 4 cm breite Gummiband mit einer Sicherheitsnadel oder diesem praktischen Hilfsmittel durch die Öffnung einfädeln. Wenn ich wieder bei der Öffnung angelangt bin, stecke ich die Enden mit einer Sicherheitsnadel zusammen. Und verteile die Weite gleichmäßig. Nun können wir eine Anprobe durchführen und die passende Gummibandlänge feststellen, sowie außerdem die Hosenbeinlänge überprüfen. Das Gummiband habe ich entsprechend gekürzt mit einer Zugabe von 2 cm. Diese habe ich hier überlappend zusammengesteckt, das Gummiband noch ein Stück rausgezogen und geschaut, dass es nicht verdreht ist und nähe jetzt die Enden mit einer Zickzacknaht zusammen. Jetzt lasse ich das Gummiband in der Öffnung verschwinden und schließe diese mit einem Handstich. Schön unsichtbar wird es mit einer Matratzennaht. Schaut euch dafür dieses Nähvideo an.
Damit der Bund am Bauch schön flach ist, streiche ich hier den Stoff glatt. Und stecke ihn mit Nadeln an den Tascheneingriffen fest. Auf der restlichen Strecke verteile ich die Weite gleichmäßig. Und nähe nun das Gummiband jeweils genau auf den Taschennähten sowie auf der hinteren Mittennaht im sogenannten Nahtschatten fest. Am Tascheneingriff, also genau auf der Naht, an der hinteren Mitte in der Rille, also im sogenannten Nahtschatten. Damit ist der Hosenbund fertiggestellt. Nun fehlen nur noch die Säume. Die vorgebügelten Kanten habe ich festgesteckt und nähe sie jetzt auf der Innenseite knappkantig fest. Und so sehen die Hosensäume aus. Und fertig ist meine Tapered-Hose. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, für welche Variante ihr euch entschieden habt, die schmale oder die weite. Ansonsten freue ich mich über eure Daumen nach oben und sage Tschüss, bis zum nächsten Nähvideo.